Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge hier in God of War Ragnarök. Mein krasser Triss jetzt hier in diesem Weltenfunken-Gebiet. Christ und Mist greifen an, zwei Valkyren wollen uns töten. Und dann würde ich sagen, besiegen wir die beiden Valkyren, diese Idiotinnen. Und dann würde ich sagen, gerne supporten Leute, liken. Und dann mal schauen, wie sie so kämpfen, die beiden. Nö, es ist nicht los hier, Christ oder Mist. Wer auch immer du bist hier. So, bam. Also ich erwarte schon einen krassen Bosskampf jetzt hier. Also die Valkyren waren ja schon auch ein bisschen krasser jetzt auch, ne? Auch bei Odin, als die da so gezeigt wurden. Die sahen dann schon wurstanflößender aus. Also hoffentlich wird es ein geiler Bosskampf sein. Okay. Interessante Attacke gerade. Bam, friss mal das hier, Alter. Aua, aua, aua. Was habe ich gerade drin? Habe ich gerade Mut oder habe ich gerade Wut? Ich habe Wut drin. So, bam. Oh yeah, let's go. Wut ist gar nicht so schlecht, Leute. Ich glaube, das ist nicht das Ende, weil die haben so wenig Leben irgendwie. Also, das ist irgendwie ein bisschen zu einfach irgendwie gegen die beiden. Da wird selbst noch irgendwas auf uns zukommen, Leute. Ich rieche den Braten irgendwie. So, bam. Was zum Teufel? Yo! Kratos schnell, dein Sohn braucht Hilfe. Die boxen einfach Atreus, als wäre ein Boxsack hier. Was ist denn das hier, Alter? Was ist denn eine Stelle hier? Wir könnten wirklich Hilfe gebrauchen. So true. Ist so true hier oder ist er gerade auch am Transformieren hier? Ich glaube, Sutru braucht noch ein bisschen seine Zeit hier, bis er zum Monster wird. Können wir auch dann mit ihm gegen Odin kämpfen und gegen Asgard? Ich brauche jetzt wieder Leben, Leute. Ich brauche doch wieder ein bisschen Mut. Das ist doch ein bisschen krasser als gedacht. Das ist noch ein bisschen Leben. Lass ihn in Ruhe, ihr Kinderschänder. Halt, ihr dummen Kinderschänder hier. Reicht doch jetzt hier wirklich. Es langt. So. So, bam. Oh yeah. Bam. Bam. Sehr gut, aber die sind nicht stark irgendwie, habe ich das Gefühl. Die sind schon recht schwach hier. Alter. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Oh oh, oh oh. Ich bräuchte schon jetzt ein kleines bisschen Leben. Aber ich hoffe, wir schaffen das so. Yo, 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 yo. Mach nicht so. Mach nicht so. Jetzt nicht sterben, bitte. Ich glaube, es haben noch mehr Leben und mehr Verteidigung, wa? Hör auf, du Beyblade! Aber Beyblade geworden, ey. Die sind gestört, die beiden. Die sind gestört. Ich brauche jetzt ein bisschen Leben eigentlich. Da leise bei deinem Altvater. So, ein bisschen Leben bekommen, sehr gut. Damit können wir arbeiten. Yo, Beyblade-Frau wieder. Hör auf, du Beyblade-Frau, hör auf, Alter. So, zack. Digga, lass doch Atreus in Ruhe, meine Güte. Es langt. Aua, es tut weh. Jetzt nicht sterben, Kratos, jetzt bloß nicht sterben. So. Nein! Ich hab doch ein Leben geholt. Ich hab nichts bekommen. Nein! Ich hab einen Auferstehungsstein. Das ist gut, aber. Wir sollten jetzt schon ein bisschen zulegen. Das ist klar. So. Und dann zack hier. So, hoffe, letzte Phase, Leute. Es reicht. Digga, ihr. Komm schon, noch ein bisschen, let's go, endlich! Gib den hier, Kratos! Oh, shit! Weg von ihm! Let's go! Gib ihm! Alter! Let's go, Atreus, Junge, Kratos! Diese verdammten Valkyrien, die nerven so hart, ne? Nice, Alter, sehr geile Stelle.
Bam, Junge! Yo! Nice! Geil, ey! Christ und Mist, das war ein kurzer Prozess. War jetzt doch. Shooter, bist du da? War jetzt nicht so krass. Aber das Ende war schon nicht schlechter. Einfach Vater und Sohn, Atreus als Bärenform und Kratos in seiner Rageform. Ja, schön, ey. Geil. Sturmflamme, Waffenverbesserung und so. Oh, das Ende ist so nah, Leute. Ich will nicht. Ich will das einfach nicht, ey. So, hier, Feinde. Christ und Mist. Lesen wir hier durch. Was sie so drauf haben oder was sie so, ja, sie verbunden hat, sage ich mal. Aber jetzt hat Odin keine Walküren mehr oder halt krasse Walküren. Jetzt kann Thrud eine Walküren werden, das wäre nicht schlecht. Gegen zwei Walküren gleichzeitig zu kämpfen ist, als ob das Meer und der Himmel gemeinsam über einen hereinstürzen. Ihre Koordination im Kampf war unübertroffen. Unglücklicherweise halten sie Odin als freien Stücken die Treue und nicht aufgrund einer Verderbtheit, die durch ihren Tod wirkungslos wird. Ich würde stets vorziehen, dass eine Walküre an meiner Seite kämpft. Ihr Ziel war es, die Maske zu Odin zurückzubringen und Atreus vielleicht gleich mitzunehmen. Ich hoffe, die Kunde über ihren Untergang gelangt schnell nach Asgard. Das hoffe ich auch, Alter. Christ und Mist, du Misthaufen. Okay, let's go, Leute. Wie geht es zu Thru? Bin gespannt. Ich bin Ragnarok. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Toll. Hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Also hat es doch geklappt mit dem Monster? Und dann durch das mystische Tor. Das hat also geklappt, Leute, mit Ragnarök. Oder halt mit dem Monster jetzt an sich, ne? Okay. Zum mystischen Tor zurückkehren. Ist das Finale nah, Leute? Kommt jetzt das Finale von diesem Spiel? Ich kann's nicht glauben. Wir haben Ragnarök auf unserer Seite. Sutters Plan hat funktioniert. Ich meine, die Türen waren ein kleiner Rückschlag. Aber Odin ist jetzt bestimmt beunruhigt. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Soll er gerne, ja, wissen, der Idiot. Aber irgendwie läuft es zu gut. Aber ich glaube, nochmal eine Verarsche von Odin wäre doch ein bisschen zu viel des Guten. Also, ich vertraue mal jetzt einfach dieser Sache mit Ragnarök und dem Monster, dass es funktioniert mit dem Herzen anstechen und so. Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Groa sah jedoch nicht voraus, was wir im Gegenzug opfern würden. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Es muss. Es muss, ja. Es muss funktionieren, das ist klar. Oh. Ragnarök wird stärker. Und jetzt wartet er auf unser Gjallarhorn-Ruf. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Oh! Jo! Mehr von Odins Truppen! Die wollen die Arbeit seiner Walküren beenden! Wie geht's euch, hä? Hinter dir! Vorsicht! Ich hoffe nicht gut. So. Let's go. Oh, noch mehr, Alter. Noch mehr von diesem Schwein. So, Falconi. Okay, krass, Leute. Hat anscheinend wirklich funktioniert jetzt hier. Und ich hoffe, das Finale wird so reinscheppern, ne? Das muss reinschalten, Leute. Ich hab's auch schon davor sehr oft erwähnt. Bosskampftechnisch ist es in diesem Teil noch nicht so krass, wie ich es mir erhofft habe. Ja. Ich hoffe, das Finale wird grandios sein. Das muss grandios sein, Leute. Also, wenn das Finale nicht so krass ist, also, ne, dann ist schon ein bisschen enttäuschend, aber es sollte schon auf jeden Fall was, was zu bieten haben für uns hier. Noch mehr. Noch mehr. Ja, schnell raus hier, Alter. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja, und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. Ich wollte gerade auch sagen, wie geht es jetzt Sindri in zweiter Fame? Wie läuft diese Sache mit den Zwergen, dass er sie überredet, gegen Odin zu kämpfen und so? Ja. Hoffe, es ist, läuft gut. Oder wollte er in zweiter Fame Zwerge rekrutieren oder wollte er was anderes machen? Weil Freya hatte irgendwas über einen Weg nach Asgard erzählt, so einen geheimen Weg oder sowas in der Art. Und die Frage ist auch, wie wollen sie nach Asgard ankommen? Das haben die, glaube ich, mal erwähnt, aber habe ich dann wieder vergessen, bestimmt, oder nicht zugehört.
Aber ich glaube, so einen Weg nach Asgard haben wir noch nicht erwähnt, wie die es machen wollen, oder? Oder haben die so einen Unterschlupf oder irgendwas? Keine Ahnung, ey. Wir werden gleich sehen, Leute, auf jeden Fall. Wie wir nach Ragnarök oder halt nach Asgard kommen werden, meine ich. So, komm her. Hör auf! Was war denn das, Alter? Machen wir hier Wut rein. So, bam. Stechen ab hier. Den Idioten. Nochmal Kratos. Gib ihm. Bam. Sehr geil. Zack. Volker Lee wieder. Also Volker Lee wirklich die beste Fähigkeit von Atreus. Wirklich so geil, die Fähigkeit, ey. So. Geil. So, bam. Zack. Mama Axt hier. Wir hören uns. Bam. Flieg raus. Genau so. Und du fliegst auch raus hier. Bam. Fahr Pfeffer. Zur Hölle. Sehr gut. Wo kommst du denn her, du, Draugr? Wie random, hä? Geh mal weg, du Draugr. Das war's? Das war's. Okay. Da würde ich noch sagen, verbessern wir noch ganz kurz Kratos und Atreus. Wir haben sehr viele Punkte sogar. Sehr, sehr viele, aber die setze ich gar nicht ein. Die Fähigkeiten ist die Sache. Wechseln sie die Kampfhaltung. Also Kampfhaltung, Wechselsache werde ich niemals benutzen, kann ich sagen. Na? Beim Ausweichen kriegen wir nach vorne und... Was? Ah. Geil. Okay. Merken wir uns meine Fähigkeit. Werde ich eh vergessen, wie ich mich kenne, aber trotzdem. So, ein schwerer Angriff. Ja, machen wir das mal rein hier. R1, 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 R1 und R2 danach. Nachdem sie hier über uns durchbohrt, halten sie R1 gedrückt. Das kann ich auch mal aktivieren hier. Machen wir das hier auch. Ja, kommen wir mal rein hier. Flammenpeitschenhieb kann durch Drücken von 3 kurz nachdem aufgeladen werden. Okay. Alles klar, ja, ich würde mal sagen, viel, wenn wir jetzt die nicht mal ansetzen im Spiel. Raubnischbär. Können wir auch noch hier mal schauen. Halten Sie direkt gedrückt, um den Speer mit noch größerer Kraft auf den Boden zu stoßen. Ah, okay, das ist geil. Wenn Strudel voll ist, drücken Sie L1 und Dreieck, um die Anzeige aufzubrauchen. Machen wir auch mal rein. R2 kann während des Sturm... Das setze ich gar nicht an, diese Sturmgewehrsachen eigentlich. Ja, das mit dem Ausweichen, genau. Bam. Rammen Sie einen Speer in die Gegner, indem Sie mit einem Hoplit-Überraschungsangriff... Okay. Ah, können einmal reinstecken und das auf Dreieck drücken. Auch nicht schlecht. Atreus. Oh mal, das einfach rein. Beim Abschluss einer Vater- und Sohn-Kombo wird eine Viereck-Aufforderung angezeigt, mit der Atreus einen mächtigen Seilgriff-Abschlussangriff ausführen kann. Oh, wenn man das verbessert, Leute, für Atreus. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah, Leute. Oh nein. Ich will nicht, dass es endet. Aber es muss enden, Leute, irgendwann. Das muss enden hier. So. Noch mehr. Wie gesagt, die neuen Troll lassen wir so stehen. Ja. Bam. Bam. Warte. Die Einherjar werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Ja, müssen wir. Definitiv. Schnell, deswegen. Ab nach Hause oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Du bist ruhig. Ich meine, du bist immer ruhig, aber... Mal ist es anders. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Und da kommt schon der nächste Kampf, Leute. Ihr verdammten nervigen Einherde, ja? Hör auf! Lass es sein. Was willst du, hä? Du Fake, Heimdall, hä? So, bam. Wissen, was das für Asgard bedeutet. Deswegen kommen die wieder mit ganzen Armeen her, ne? So schlimm, ey. So. Gib dem Löwen. Falkali. Mach Falkali. Ja, ich brauch auch ein bisschen Leben, aber... Das weiß ich mittlerweile auch schon, aber... Oh, 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 oh. Großes Oh, oh. Ich brauch Leben, Leute. Ich brauch Leben, Leute. Hör auf! So. Leben, 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 Leben! Sehr gut. So. Die Axt aktivieren hier.
So, bam! Weg mit dir, du Tieralter! Gib ihm! Nervige Viecher, Alter. Zack, Junge. Let's go. Sehr gut. So, komm her, du. Idiot. Bam. Bam, bam, bam. Let's go. Sehr geil. Ey, Junge, Junge. Das ist gerade irgendwie fresh, muss ich sagen. So, zack. Nehmen wir mal aktiviert, ist der Kratos. Ich brauche Leben, brauche Leben, brauche Leben, brauche Leben. Brauche sehr viel Leben. Das ist nochmal Leben, Leute. Alles einstecken. Also, ich glaube, die Schlacht in Asgard wird noch schlimmer sein als hier. Deswegen sollten wir noch bei Lunda vielleicht mal vorbeischauen. Vielleicht auch irgendwas schauen für eine bessere Rüstung, sowas in der Art, ja. Deswegen, Asgard, die Schlacht von Asgard wird krass sein. Ragnarök wird wild sein. Okay, alles klar. Warte ganz kurz, ist hier noch irgendwas im Einstecken oder so? Nee, ne? So, okay. Was meinst du gerade, Atreus? Irgendwas hier? Was für ein Riss? Hier meinst du? Ah, hier meinst du, okay, genau. So, dann ab nach zu Hause, Sindris Haus, würde ich mal sagen. Plan besprechen. Vater, ich weiß, und dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Und er wird immer höher. Er wird es wert sein. Hm. Das sagst du ja. Ja, wie gesagt, jetzt auch die Sache mit Kratos Tod. Ich kann es einfach irgendwie nicht glauben. Ist er immer noch im Raum, ne? Sein Tod, also ist er nicht, dass man es vergessen darf. Wie war's? Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Vanir-Trottel ist zu Ende. Wäre schöner, wenn du dabei gewesen wärst, aber... erwartet uns. Du bist genau wieder da. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Ja, das stimmt. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Möchtest du irgendwas zu Ende bringen? Oh, Leute, das ist das Ende, Leute. Das ist die letzte Mission. Das ist echt die letzte Mission, glaube ich. Wir schauen nochmal kurz mal rein. Midgard, Tyrs Tempel. Die Wüstentür? Das mit Vanaheim würde mich noch interessieren, aber das können wir eigentlich alles auch danach machen. Hoffentlich können wir danach alles noch machen, ne? Nach Ragnarök, aber laut Prophezeiung soll ja nur Asgard fallen. Das ist die Sache, ne? Wir gehen erstmal nach Midgard. Wir schauen mal, wie es sich so anbahnt, ne? Wenn es wirklich so, wenn ich schon ein bisschen merke, okay, wir können keine Mission mehr machen, dann werde ich mir noch vielleicht ein paar Sachen anschauen. Aber ich würde schon sagen, wir gehen schon Richtung Finale, Leute. Also, ich will da schon auch schauen, was passiert. Ich mal diesen Länge ziehen hier. Ist die Sache. Tja, das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Ich hoffe es. Atreus. Ich weiß. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen. Sie müssen. Nach allem, was sie durchgemacht haben, müssen sie. Oder? Na. Ob die wollen, ist auch die Frage. Die müssen nicht. Die können noch weiter als Knechte leben unter Odin, aber ist eine Frage, ob sie frei sein wollen. Na? Willst du in Midgard das machen? Also, solange wir noch können? Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit. Ja, die wollen... Die wollen einem sagen, glaube ich, schon das Finale, ne? Ich glaube, die wollen es echt sagen, Leute. Das wäre schon blöd, vom Finale noch Nemesis zu machen, ne? Also, ich will es ja selber nicht mal. Ich will wissen, was passiert so, ne? Ufer der Neuen. Ich glaube, ich gehe sogar hin, Leute. Ich glaube, ich gehe Richtung Finale. Klingt, als wäre es in Muspelheim gut gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich. Sute wollte Shinmara nicht mit hineinziehen. Statt die beiden also zusammen zu Ragnarök-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja, hoffentlich taucht er bei Ragnarök auf, um sein Schwert in Asgards Herz zu stoßen. Und wo genau ist das?
Das weiß nur so. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Okay, Leute, da sind zwei Valkyren auch, vielleicht von Freya. Dann würde ich sagen, Leute, nächste Folge, wahrscheinlich das Finale. Vielleicht werde ich noch ein paar Sachen noch einstreuen, nehmen müssen, die wir noch erledigen können. Denke aber, ausrüstungstechnisch sollten wir gut gewappnet sein. Ich werde dann nochmal schauen, was wir noch mitnehmen können, bevor wir dann nach Asgard gehen, in die Schlacht, in Ragnarök. Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr krasse Folge wieder mit Triss und Mist, diese Finisher-Moves mit Atreus und Kratos, als die Valkyren geschlachtet haben. Sehr geile Stelle. Dann würde ich sagen, Leute, gerne supporten, liken. Bis dann, bleibt gesund dann und ciao.